Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ich darf euch heute ein weiteres Mal aus Köln begrüßen, aus der Hochburg von Toyota und Lexus. Denn ich darf euch ein weiteres Modell vorstellen. Und zwar das erste vollelektrische Serienfahrzeug von Toyota. Nämlich ein vollelektrisches SUV, dem Toyota BZ4X. Mit einer Reichweite von bis zu 513 Kilometer, was der BZ4X außerdem so drauf hat, all das finden wir gemeinsam in diesem Video raus. Deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Toyota BZ4X und mir. Den Toyota BZ4X gibt es mit zwei verschiedenen Motorisierungen. Es gibt den als frontangetriebenes Fahrzeug, da haben wir dann eine Leistung von 204 PS. Und es gibt ihn als allradgetriebene Variante, da hat er dann 218 PS, aber halt immer mit der Reichweite von bis zu 513 Kilometer. Insgesamt haben wir hier ein sehr geräumiges, vollelektrisches SUV, mit einem sehr futuristischen Design, wie ich finde. Das sieht man vor allem hier schön an der Front. Eine sehr futuristische, moderne Front. Wir haben links und rechts dann serienmäßig noch die Matrix-LED-Scheinwerfer mit dabei. Mit einem Fernlichtassistenten, heißt, dieses Licht macht das Fahrzeug natürlich dann auch etwas sicherer. Und serienmäßig kommt dann eben noch das LED-Tagfahrlicht mit oben drauf. In der Mitte schön zentral, selbstverständlich das Toyota-Logo. Alles sehr geschlossen, da wir halt eben ein vollelektrisches SUV haben. An der Seite, da geht es weiter, da haben wir die Option von 18 bis 20 Zoll Felgen hier in diesem Fall. Wir haben jetzt hier die 18er drauf, aber größer geht natürlich immer. Hier hinten, da haben wir dann die Öffnung, um das Elektrofahrzeug aufladen zu können. Wir haben hier eine 71,4 Kilowattstunden Batterie mit dabei. Das bedeutet, mit einer Schnellladung ist das Fahrzeug von 0 auf 80% in ungefähr 30 Minuten aufgeladen. Und so haben wir dann eben die Reichweite von ungefähr 513 Kilometer laut WLTP. Wenn wir ein bisschen weiter an die Seite gehen, fällt auf, wir haben einen sehr, sehr großen Radstand, kurze Überhänge. Das verschafft dem BZ4X hier halt eben einen sehr, sehr geräumigen Innenraum. Ja, ich würde vorschlagen, ich drehe einmal das Fahrzeug, damit wir uns auch noch das Heck anschauen können. Am Heck angekommen möchte ich euch selbstverständlich auch noch die Maße von unserem SUV verraten, denn wir haben hier eine Fahrzeuglänge von 4,69 Meter, eine Fahrzeugbreite von 1,86 Meter und eine Fahrzeughöhe von 1,60 Meter. Dabei haben wir wirklich sehr viel Verstaumöglichkeit. Wir haben hier ein hohes Gepäckraumvolumen. Das liegt bei 452 Liter bei nicht umgeklappter Rückbank. Die lässt sich zweigeteilt umklappen. Außerdem haben wir hier noch ein paar nette Features, wie zum Beispiel eine Kofferraumabdeckung. Wir haben hier noch mal so eine Gummimatte oben mit drauf, damit das Fahrzeug eben nicht so schnell dreckig wird, beziehungsweise man es auch gut auswischen kann. Darunter befindet sich noch mal ein kleines Verstaufach. Hier liegen jetzt die Ladekabel drin für das Fahrzeug. Also insgesamt wirklich sehr geräumig, ein hoher Nutzwert, perfekt für den Alltag. Elektrisch verschließen lässt sich die Heckklappe auch serienmäßig, auch das sehr, sehr komfortabel. Und auch das Heckdesign lässt nicht zu wünschen übrig. Mir gefällt wahnsinnig gut das Lichtband, die Rückleuchte, die hier von der kompletten Breite einmal profitiert. Wir haben hier oben dann nochmal den zweigeteilten Dachspoiler, der so ein bisschen optische Sportlichkeit verleiht. Wir haben dann nochmal hier so einen Heckspoiler in Schwarz, schön dezent. Also ja, insgesamt ein wirklich sehr gelungenes Heckdesign, wie ich finde. Hier links steht nochmal drauf BZ4X. Der Name lässt uns auch so ein bisschen in die Zukunft bei Toyota schauen, denn wir haben hier eine echt gute Elektroplattform, was Toyota natürlich hier jetzt beim BZ4X schon beweist und auch beim Prius. Aber ich glaube, wir dürfen uns bis 2026 auf weitere vollelektrische Toyota und Lexus Modelle freuen. Mir kribbelt es in den Fingern, wir drehen jetzt endlich eine Runde, deshalb let's go!
Ich habe einmal den wundervollen BZVX für euch gestartet. Und erstmal muss ich sagen, dass das Raumgefühl hier drin wirklich super nett ist. Man hat ausreichend Platz, man fühlt sich wohl, man hat hochwertige Materialien, die wirklich gut zusammengesetzt sind. Die Sitze sind ganz nebenbei auch wirklich bequem. Die Seitenwangen reichen auch total aus. Aber wir gehen erstmal an die Mittelkonsole, denn da zeigt sich dann auch zum Ersten, dass wir nicht nur für uns selbst viel Raum haben, sondern eben auch um Dinge verstauen zu können. Wir haben hier an der Mittelkonsole einmal die Möglichkeit, das Fach von vorne nach hinten zu verschieben. Dann zeigen sich hier eben die Cupholder. Wenn wir hier aufmachen, haben wir da nochmal ein klassisches Fach mit dabei. Hier vorne, da gibt es dann nochmal Hochglanz, schwarze Elemente. Auch das wirklich schick, wie ich finde. Hier in dem Fach, da versteckt sich dann die induktive Ladefläche und ein USB-Slot. Unterhalb der Mittelkonsole haben wir einen offenen Tunnel, heißt auch hier nochmal ausreichend Möglichkeit, Dinge zu verstauen. Dort finden wir dann auch nochmal einen USB-C-Slot und eine 12-Volt-Steckdose vor. Wir gehen wieder auf die Mittelkonsole drauf. Den Gangwallhebel, den kennen wir schon so aus dem Prius. Außerdem haben wir noch verschiedene Fahrmodi hier mit dabei. Wir haben den Eco-Mode und zum Beispiel den Snow-Mode. Außerdem haben wir hier auch die Möglichkeit auf eine Umgebungskamera. Umgebungskamera gibt es bei den höheren Ausstattungsvarianten 360 Grad serienmäßig mit dazu. Apropos höhere Ausstattung, wir haben hier zwei Displays hier drin, die Instrumententafel mit 7 Zoll und dann eben noch das große Infotainment. Das Infotainment-Display gibt es in zwei Varianten, in zwei Größen. Bei den höheren Ausstattungsvarianten hat das dann 12,3 Zoll und eben die serienmäßige 360-Grad-Umgebungskamera. Außerdem finden wir hier dann noch die Lenkradheizung, die Sitzheizung und natürlich die Klima. Was ich auch schön finde, dass wir hier einfach noch die Möglichkeit haben, die Lautstärke zu regulieren mit einem Knopf bzw. mit zwei Knöpfen. Am Infotainment sehen wir eigentlich so ziemlich alles ein, was wir einsehen müssen. Die Assistenzsysteme, Navigationssystem, und beim Navigationssystem ist sehr wichtig zu sagen, dass es natürlich auf Elektrofahrzeuge ausgelegt ist. Heißt, wir haben hier einen Routenplaner, einen elektrischen. Wir haben hier einen Routenplaner für elektrische Fahrzeuge. Heißt, in der Route wird dann eben auch der Ladestopp eingeplant oder die Lademöglichkeiten angezeigt. Ja, die Instrumententafel auch wirklich gestochen scharf, schön digital, kann man ein bisschen konfigurieren, alles einsehen, was man möchte, die Assistenzsysteme und so weiter. Am Lenkrad, da haben wir ein Multifunktionslenkrad, selbstverständlich. Links, da steuern wir das Fahrzeug zum Beispiel mit der Sprache an. Wir können hier natürlich auch Anrufe annehmen oder eben die Ansicht vom Infotainment so ein bisschen variieren. Hier rechts, da haben wir dann auch nochmal die Assistenzsysteme, den Tempomat, einen Spurhalteassistent. Genau. Ansonsten muss ich sagen, fährt sich der BZVX wirklich sehr, sehr ruhig. Er entschleunigt, man nimmt kaum Rollgeräusche wahr, trotz Elektroantrieb. Das macht wirklich schon sehr, sehr viel Freude. Ein sehr angenehmes Fahrzeug. Ich würde sagen, wir drehen jetzt noch eine Runde. Vielleicht kann ich euch noch die Beschleunigung einfangen, je nach Verkehrssituation, bevor ich euch dann natürlich noch die Preise verraten möchte. An der Stelle möchte ich euch natürlich auch die Preise für den BZ4X verraten, denn die starten je nach Ausstattungslinie, drei Stück gibt es an der Zahl, bei 42.900 Euro. Wie ich finde, bekommt man dafür ein wirklich sehr alltagstaugliches, vollelektrisches SUV, was einem eben flexible Lademöglichkeiten bietet, ganz nebenbei super sicher ist, von Serie auf und auch eben eine echt coole Optik hat. Obendrauf bietet Toyota hier noch eine echt lange Garantiezeit auf die Batterie bis zu 10 Jahren. Ich finde, das ist wirklich sehr überzeugt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie er euch gefällt. Würdet ihr euch eher für den Prius entscheiden oder doch für das vollelektrische SUV, den BZ4X? Ab dafür in die Kommentare. Ein Abo und Like macht mich natürlich auch immer riesig happy. Auch wenn ihr uns auf unseren Webseiten besucht, derautotester.de oder ninacanaria.de. Danke an euch fürs Zusehen, danke an Toyota für dieses wundervolle Fahrzeug und an der Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Video.